und heute so ein ganz wichtiges Thema. Es ist momentan so, dass wirklich jeder DDoS bei Rainbow Six Siege, natürlich jetzt momentan auf der PlayStation 4 Version. Ihr seht hier meinen ganz normalen Chris107 Account. Ich bin momentan Platin 1 und auf der Elo ist es mir einfach nicht möglich, normale Spiele zu spielen bzw. normale Duang zu spielen, ohne dass DDoS oder gecrashed wird. Es fuckt einfach mega ab und ich würde gerne einfach mal eure Meinung hören. Ihr habt hier auch noch ein paar kleine Clips, wo ihr im Hintergrund natürlich gleich mal seht, was ich meine, ständig wird gecrashed, du kannst nicht ordentlich spielen, ständig kommt Spielabbruch und es ist völlig egal, ob du 12 Kills hast oder 20 Kills hast. Ist völlig Latte, weil am Ende das Spiel eh gecrashed wird, wenn euer Team mindestens 3-1 steht, weil die einfach keine Chance mehr gibt. Und ich bitte natürlich dringlich darum, dass jemand in die Kommentare schreibt, wie es bei euch ist, ob es bei euch genauso schlimm ist, auf welchem Rang ihr momentan seid und ob da genauso viel gedidos wird. Egal ob du Kupfer, Gold, Dia oder Champion bist, bitte schreibt mal rein. Ich glaube, dass eh ab einer sehr hohen Elo nur DDoS wird und dass sau viele Leute sich so weit hochspielen, weil einfach nicht klar geht und ich einfach nicht die Möglichkeit habe, mich auf Dia zu spielen, wenn nur DDoS wird. Wenn ich ab und zu mal Glück habe und wirklich eine Runde finde, wo wir vernünftig spielen können, ist es einfach unglaublich und ist fast wie ein 5er im Lotto oder ein 6er im Lotto, ja, dass man eine Runde vernünftig spielen kann. Es macht einfach keinen Spaß mehr so. Ich habe keinen Bock mehr auf die PlayStation 4 Version und werde hier wahrscheinlich auch nicht weiter Rainbow zocken. Die Season würde ich wahrscheinlich nur noch ohne Ranked spielen. Ab und zu werde ich vielleicht mal versuchen, Ranked zu finden. Momentan wurde ja angekündigt, dass nächste Woche das alles gefixt werden sollte. Das soll gepatcht werden. Man kann dann nicht mehr DDoSen und das soll normal gespielt werden können, wieder so wie früher. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall klappt. Ihr seht natürlich hier ein paar Clips gerade im Hintergrund. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall euch in die Kommentare auf jeden Fall auslasst und sagt, wie es bei euch aussieht. Und am Ende habe ich noch einen wunderschönen Clip, wo ihr seht, dass es natürlich auch mit DDoSen funktioniert. Und dass ihr hier seht, dass sozusagen, wenn gedDoS wird, man trotzdem die Runde gewinnen kann. Natürlich muss man die letzte Runde dann Verteidigung spielen, aber die Leute, wo ihr gerade zuseht, die haben uns gedDoS. Ihr könnt die gerne melden, wenn ihr Bock habt. Und die haben aber dennoch aufs Maul gekriegt, richtig aufs Maul gekriegt. Und wir haben trotzdem noch gewonnen, was sich einfach richtig, richtig lecker und gut anfühlt. Ich stand genau neben ihnen, Alter. Ich hab mit der Schrot abgeballert, Alter. Das war's auf jeden Fall von den Bruder Games. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Peace out.